Alle kennen ihn, viele hassen ihn, viele lieben ihn. Den Epic Store. Ein weiterer Gaming-Launcher, in dem du Geld gegen Spiele tauschen kannst. Viele Exklusivtitel, viele interessante Spiele, aber auch gerade sehr viele kostenlose Spiele. So viele Spiele, dass viele von uns nicht wissen, wann sie diese Spiele spielen sollten und viele davon einfach nur vor sich hin vegetieren. Und das Problem? Jede Woche kommen neue dazu und die Liste wird immer länger. Daher starte ich hier ein neues Projekt. Ich lasse von einem Zufallsgenerator mir eine Zahl rausgeben, die bestimmen wird, welches Spiel ich spielen werde. Dieses Spiel werde ich runterladen, für 2 Stunden spielen und ein Video für euch machen. Je nachdem, was für ein Spiel es ist oder ob es mir gefällt, ob es euch gefällt, könnte daraus auch eine Videoreihe entstehen. Aber erstmal werden wir uns sehr, sehr, sehr viele Spiele angucken müssen, bis ein gutes dabei herauskommt. Vergesst nicht, nach dem Video in die Kommentare zu schreiben, ob euch das Spiel gefallen hat und ob ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht wird daraus ja sogar eine Spielereihe. Und nun, viel Spaß! Okay, dann wollen wir mal. 21. So, Spiel 21 sind über 6, daher kann ich leicht erzählen. 6, 12, 18, 19, 20, 21. Close to the Sun. Keine Ahnung. Oh Gott, das ist ja noch größer als Darksiders 2. Na gut, kann ich vielleicht was Cooles erwarten. So, das Spiel ist geladen und es sieht irgendwie nach Detektivspiel aus. Keine Ahnung. Sehr leise. Oh, okay, jetzt gibt's Geräusche. Oh. Oh, das sieht nett aus. Cool. Oh hey, es gibt deutsche Audiosprache, das ist sehr schön. Und überhaupt deutsch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fortfahren? Nö, einfach neues Spiel. Sind Sie sicher? Ja. Alter. Aha, der Prolog. Hauptmenü, drücken zu Beginn. Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Okay, und damit sind wir wohl im Spiel. Verlasse das Zimmer. So wie es das wackelt, sind wir wohl schon auf dem Schiff? Ja, wir sind auf dem Schiff. Oh, das sieht nett aus. Okay, was haben wir denn hier so? Ah, guck mal, hier kann man untersuchen. Ach, süß, ich kann es drehen. Ah, da steht einfach was drauf. Alles klar. Wir wollen nicht so viel Zeit verschwenden. Daher gehen wir jetzt einfach mal aus dem Zimmer raus. Ich habe gar keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Es wirkt wie ein Detektivspiel. Ah. Okay, super. Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Hier, da hinten ist grün. Betreten die Beobachtungskabine und beginnen Sie mit den Andocken. Okay, hier kann ich. Ah, okay, hier kann ich ziehen. Schönes Wetter draußen. Und wo muss ich hin? Andocken. Ah, guck mal, da hinten ist die Helios. Schick. Okay, der Stil ist auf jeden Fall nice. Aufmachen, bitte. Keine Ahnung, wo ich bin. Kann ich hier dran drehen? Nö. Hallo. Bin ich allein? Oh! Ich bin tatsächlich alleine. Alles automatisch. Ah! Docking. Okay. Wie komme ich hier raus? Oh, oh, es wird dunkel.
alte Musik. Oh, Alter. Das ist hell. Nice. Okay. Bisher coole Stimmung. Ah, okay. Kapitel 1. Die Grenzen des Hermes. Ah, ich sitze noch am Schiff. Okay. Moin. Das ist jetzt im Schiff. Oha. Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. So, dann muss ich hier erstmal irgendwo runter. Ah, ne, hier. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Junge, das ist wirklich ein Geisterschiff. Sehr gruselig. Was bist du für ein Gebäude? Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Ah, okay. Machen wir mal. Ada, wo bist du? Oh, Licht. Und Musik. Cool. Universal. Warden Cliff. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Oh. Oh. Rote Schrift ist nie gut. Quarantäne? Yay! Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Selbst im Oh Gott. Selbst... Na toll. Was ist jetzt los? Oh Gott. Okay, selbst im Spielen werde ich mit Quarantäne bestraft. Sehr schön. 2020, gutes Jahr. Oh Gott. Oh nein, ist das ein Horrorspiel? Ich dachte, das wäre ein Detektivspiel. Oh nö. Okay, das ist definitiv ein Horrorspiel. Oh nein. Hoffentlich gibt's... Oh Gott. Okay, die Tür ist kaputt. Kann ich hier trotzdem durch? Ich. Okay. Leg deine Hand darauf. Da vorne ist ein Aufzug. Okay. Gut. Deaktivieren Sie beide Sicherheitsüberbrückungsschalter, um den Aufzug einzuschalten oder so. Keine Ahnung. Okay. Oh, das ist aber ein dunkler Flur. Spricht Nikola Tesla. Oh. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Na danke. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung.
Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Okay, dann ist das da hinten wohl Tesla. Cool. Das Müll. Irgendwas liegt hier rum. Oh, und ein Schalter. Ah, Security Override. Nice. Okay, nur noch eins. Kommt drauf an, wo die andere ist. Mal sehen. Oh Junge. Ey, bitte hör auf mit diesem Geräuschenspiel. Okay, ein Pass. Sehr schön. Ich hoffe, ich muss mir hier nichts merken. Hier wurde irgendwer gefilmt. Oh Junge. Ey, was geht hier auf diesem Schiff ab? Und was ist das hier? Oh, warte, ich habe doch vorhin sowas ähnliches gesehen. Ja, hier. Zweimal nach oben. Oben und nach oben. Bringt aber nichts. Okay. Vielleicht brauche ich was anderes. Oh, Junge. Diese... Das ist eine Kaffeemaschine und sie erschreckt mich jetzt schon. Nee, warte. Da kommen Nachrichten rein. Okay. Keine Sorge, Ihr Forschungsergebnisse erhalten Schlüssel zu allem. Dankeschön. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Oh, okay. Hab mir's dann rumgedrückt. So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Okay. Das ist also kein Kameraraum. Ich will hier raus. Okay, warum soll ich das hier finden? Oh Gott. Ah! Oh Gott! Alter! Oh, oh Gott, mein Körper kribbelt. Ich hasse Horrorspiele! Ah! Hallo? Oh Gott, das ist ein Schatten. Ist hier jemand? Ich, oh Gott. Oh nein. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. In echt. Okay, da drin ist der Schalter. Einfach reingehen. Oder die Dinger hier erstmal nach oben drehen. Sehr schön. Oh. Das sollte es gewesen sein. Und so. Jetzt Ada finden. Weh, hier schreckt mich jemand. Da ist der Tür mit Licht, da gehe ich nicht hin. Und diese Pflanze war gerade nicht umgekippt. Glaube ich. Ja. Da ist Farbe. War das da gerade schon? Nein, 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 nein. Wir gehen einfach hier hin. Das ist ein Schlüssel. Rein damit. Ah! Was zur Hölle? Hey! Hey! Scheiße. Oh Gott. Ja. Oh, Kapitel 2 schon. Wie nett. Okay, eine große Tür, sie geht auf. Hier sieht es etwas freundlicher aus. Wie schön. Glaube ich jedenfalls. Wehe, das Licht geht gleich aus. Alter. Hier spricht die Inquisitorin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist dort draußen irgendjemand? Ich wiederhole, hier spricht die Inquisitorin Archer. Ich rufe alle Überlebenden auf dieser Frequenz. Ist irgendjemand da draußen? Rose? Ada! Heilige Scheiße! Rose, was zur Hölle machst du hier? Du hast mich hergeholt. Was? Ada, du hast mir gesagt, ich soll kommen. Ich habe deinen Brief hier. Das ergibt keinen Sinn. Rose, ich habe dir keinen Brief geschrieben. No. Aber egal. Es gab einen Unfall oder eine Sabotage. Egal, was es war. Wir müssen dieses Schiff verlassen. Deshalb die Quarantäne? Ada, was zur Hölle geht hier vor sich? Rose, hör mir gut zu. Wir müssen dringend hier weg. Es breitet sich auf. Ada! Ada! Komm schon.
Ich dachte, das wäre ein nettes Signal bekommen, wenn ich dieses Ding irgendwo oben. Ich dachte, das wäre ein nettes Detektivspiel. Sah so aus. Kommt jemand? Service, ich möchte auschecken. Ah, da ist der Tesla. Schnieke. Die Queen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Albert Einstein? Könnte sein. Was für ein Verrückter baut ein Museum zu seinen Ehren in seinem eigenen Haus. Würde ich auch tun. Ist Schnee. Ist schon schick. Oh, hier ist ein Knopf. Als ich die Röntgenstrahlung entdeckte, hätten wir eine wunderbare Zeit dabei haben können, uns gegenseitig zu fotografieren. Geschwärzte Silhouetten an den Wänden, die für alle Ewigkeit diesen einen Moment der vergnügten Zeit einfangen. Natürlich nur so lange, bis wir erkannt haben, dass Röntgenstrahlen ziemlich schädlich sind. Diese Maschine macht den gesamten Prozess viel sicherer, wenn auch weniger unterhaltsam. Oh, okay. Oh Gott. Jetzt gewittert es auch noch. Ich habe leider die Befürchtung, also ich habe mich gerade hier umgesehen, hier sind coole Erfindungen, nett. Ich habe leider die Befürchtung, das Spiel lässt dann immer wieder ein bisschen entspannen und dann erschrecken. Oh. Ein gruseliges Schiff voller Wissenschaftler mitten im Meer. Was soll da schon schiefgehen? Da hat sich gerade irgendwas bewegt. Ah, okay, es sind Vögel. Es sind Vögel. Alles gut. Vögel und Funken. Was zur? Oh, das sieht nett aus. Das war nur ein kleiner Schreck. Hallo? Ist hier jemand? Alter. Nice Masken. Oh, okay. Oh. Und was zur Hölle war das? Okay, ich bin wieder oben auf der Treppe, aber sehe trotzdem wie so die Sch. Ah. Rose, bist du da? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören, aber was zur Hölle soll ich hier? Wenn du den Brief nicht geschrieben hast, wer dann? Es ist deine Handschrift und alles. Ich weiß, es klingt merkwürdig, aber es könnte sein, dass ich es war. Nicht mein Gegenwarts-Ich, sondern mein Zukunfts-Ich. Ich weiß, wie verrückt das klingt, aber ich schwöre, ich kann alles erklären. Wir treffen uns in meinem Apartment. Von da aus werden wir zusammen fliehen, okay? Wovor genau fliehen? Rose, es ist hier nicht sicher. Es breitet sich auf dem ganzen Schiff aus. Ich erzähl dir alles, sobald wir in meinem Apartment sind. Du musst dir eine Faraday-Keycard vom Check-In-Schalter in der Haupthalle besorgen. Die sind in einem Wandtresor. Die Kombination sollte irgendwo in der Nähe notiert sein. Die Keycard bringt den Aufzug automatisch in den richtigen Bezirk. Hast du alles verstanden? Ja. Tresor öffnen, Keycard nehmen, zu dir in dein Apartment. Alles verstanden. Super. Ich werde eine Weile lang nicht über Funk erreichbar sein. Komm einfach her und pass auf dich auf, okay? In Ordnung. Aber wenn du da bist, erwarte ich einige Antworten. Abgemacht? Abgemacht. Oh, Schwester Herz, auch wenn ich nicht erklären kann, warum und wie du hierher gekommen bist, ich bin wirklich froh, dass du da bist. Bis bald. Ich bin nicht froh, dass ich hier bin. Bis bald, Schwester Herz. Erstmal einen Drink. Oh, oder eine Maske. Warum ist hier überall Blut? Warum ist das kein nettes Detektivspiel? Oh, man kann auf Tab drücken, um sich die Sachen anzugucken. Okay, es gibt Collectibles, eine Maske habe ich schon gefunden. Sind wohl alles Masken. Holen Sie die Keycard aus dem Safe an der Wand. Welche Wand? Ah, hier ist ein Safe. Das muss der Tresor sein. Also, um ihn zu öffnen... brauche ich einen Code, genau. Ah, okay. 142. Das war einfach. 142. Bingo. Eine Keycard für den Aufzug. Okay, und jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas Erschreckendes wieder. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, das waren nur Vögel. Waren nur Vögel. Meine Beine kribbeln. Ziemlich doll.
Lass mich rein, lass mich rein. Gut. Bitte. Ich hoffe, das funktioniert. Irgendwas passiert jetzt hier drin. Wetten wir? Oh, es wird dunkel. Okay, alles gut. Das Haus der Hestia. Schon Kapitel 3. Die Kapitel sind überschaulich. Oh, Blut, wie schön. Was stinkt da so? Okay, da ist schon wieder so eine leuchtende Gestalt. Noch eine? Moinsen. Wirst du jetzt sterben oder was passiert mit dir? Oh Gott. Warum laufen hier Leute rum? Okay, da kann ich nicht durch. Wahrscheinlich kommt jetzt hier auch noch einer. Obwohl, die werden nie an mich rankommen wahrscheinlich, weil ich dann sterbe. Verschlossen. Na toll. Oh nein, was passiert jetzt? Rose, bist du schon in meinem Wohnbezirk? Ja. Aber diese Tür lässt sich nicht öffnen. Bleib ruhig. Versuch es mal mit deinem ganzen Gewicht. Okay. Oh! Nicht schön. Was? Oh, heilige Scheiße! Was ist los? Sie sind in Einzelteilen, Ada! Oh Gott. Hol mich raus! Wie komme ich hier raus? Rose, alles wird gut! Oh mein Gott! Rose, hör mir zu, du hast eine Panikattacke! Oh mein Gott! Konzentrier dich auf meine Stimme, Rose. Schließ die Augen und konzentrier dich auf meine Stimme. Atme mit mir. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Ein Blatt rein. Ich atme. Ich atme. Ein Dorn raus. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Okay. Geht doch. Gut. Gut. Okay. Time is not Sie wurden geschlachtet, Ada. Wer oder was hat das getan? Wir wissen es noch nicht. Im Moment geht es nur darum, dich in Sicherheit zu bringen. Begib dich ins Zentrum des Apartmentkomplexes. Dort ist ein Generator, der die Tore öffnen wird. Konzentrier dich jetzt nur darauf. Ich bin auf dem Weg und werde mich bald wieder melden. Sei vorsichtig, Schwesterherz. Ich versuch's. Wetten wir, dass Ada nicht auf dem Weg ist? Time is not a river. Also irgendwas haben die hier mit Zeitreisen gemacht oder so und ist wohl nicht gut gelaufen. Gar nicht gut. Hier liefen noch vorher noch Leute rum. Ich will hier nicht sein. Service. Ich will hier ganz und gar nicht sein. Okay. Moin. Nein, da klopfe ich nicht. Gar nicht gruseliger Raum. Das muss er sein. Erstmal versuchen, das Licht einzuschalten. 11213. Und dann kann ich das hier umlegen. Okay. Oh, ein bisschen Licht. Das ist gut. Jetzt kann ich hier durch. Entspannen, entspannen. Atmen. Ada, oh, das wurde auch Zeit. Was hat dich aufgehalten? Hallo? Wer ist da? Okay. Ich schwöre, wenn sie meiner Schwester etwas angetan haben, werde ich jeden Knochen in ihrem Körper einzeln. Hey, ich habe niemandem etwas getan, okay? Mein Name ist Aubrey und es freut mich sehr, endlich wieder mit jemandem zu sprechen, der nicht verwest, weißt du? Sorry, schon gut. Aber du musst mich hier rausholen. Ich habe mich in der Maschinenhalle verschanzt. Steuerbordseite, Deck 82. Naja, eingesperrt, um genau zu sein. Wie schnell kannst du hier sein? Pass auf, Kumpel. Ich kann nichts versprechen. Ich hole meine Schwester hier weg und wenn wir es schaffen, werden wir dich auch noch holen. Hm? Wie klingt das? Ah, okay.
schon klar. Kümmert euch nicht um mich. Ich werde hier einfach sitzen und verhungern. Kein Problem. Klingt großartig. Weißt du, der Typ hier in der Ecke, Benny, starb während des Verlusts fremdartiger Energie. Aber der größte Teil seiner Wirbelsäule ist noch intakt. Vielleicht kann er sie dir leihen, damit nächstes Mal, wenn jemand in Not ist und dich um Hilfe bittet, du das Rückgrat hast, etwas zu unternehmen. Was zum Teufel? Fremdartige Energie? Okay. Mehr Leute auf dem Schiff und wir haben eine Nachricht bekommen. Nein, ich wollte sie lesen. Ah, da. Von Maxwell an Faraday. Okay. Okay, scheinbar gab es ein Exo-Leck und alle haben halluziniert und sind wohl durchgedreht. So meine Theorie. Und Ada... Ich wette mit euch, Ada, mit der ich spreche, ist irgendwo in der Vergangenheit oder Zukunft und ich bin in einer anderen Zeitlinie und diese Audrey, mit denen wir gerade gesprochen haben, ist hier in unserer Zeit. Ah, hier ist die Whale Station, da wurde gerade von dem Brief geredet, dass sie da durchbrechen wollten. Und da ist Strom, wie schön. Epsilor, was auch immer das heißt. Ah, wieder so eine Person. Okay, auf dem Brief ist von einem 18-jährigen Jungen namens Albert die Rede. Also wenn es wirklich mit Zeitreisen ist, würde ich denken, Albert Einstein. Vielleicht. Aber ich habe schon ein Bild von ihm gesehen, also keine Ahnung. Und oh, und hier ist was. Okay, ich habe Schlüsselkarten zu einigen Räumen gefunden. Jetzt muss ich irgendwo diese Räume hier finden. Oh, und auf der Karte war von Raum Wind die Rede. Das ist Feuer. Das ist nicht Wind. Oh, okay. Service. Das ist, glaube ich, Wind. Oder auch nicht. Oder das. Das ist Wind. Okay. Ja, guck mal hier, ein Pass von Albert Einstein. Witzig. Okay, Albert wollte wieder aufs Festland gehen, weil er eine Inspiration hatte. Okay. Ich glaube, wir müssen da rein. Aber wir haben noch eine Keycard für einen anderen Raum, in dem ich mich bestimmt erschrecken werde. Oder interessante Sachen finde. Oh, wie nett. Alles Gute zum Geburtstag. Wetten, die platzen gleich alle? Oder irgendeiner? Okay, in dem Raum war noch ein Collectible. Ah, ich habe mich wieder entspannt, das heißt, gleich werde ich wieder erschreckt. Okay, interessanter Raum. Oh, hier ist Farbe. Sehr viel Farbe. ...33212... Okay, das kann ich irgendwo eingeben. 33212... Hm. Aber wo? Okay, ich gehe jetzt wieder zu diesem Trafo-Ding, weil das die einzige Eingabe war, die ich tätigen konnte und versuche das da einzugeben? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall... Ich spiele seit der Stunde und ich bin sehr angespannt. Sehr angespannt. Oder ich gehe mal hier hin. Oh, da war eine Gestalt. Ganz kurz. Hm, okay. Archer Ada. Aha. Okay. Alpha-Quartier. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Okay, ich weiß schon mal, wo ich hin muss. Aber wie? Weiß ich nicht. Hör zu, Kumpel. Wie ich schon sagte, wir werden tun, was wir können. Mit wem sprichst du da? Ada! Oh, Gott sei Dank. Also, so ein Typ namens Aubrey funkte auf unserer Frequenz. Er sagte, er sei in der Maschinenhalle eingesperrt und er erwähnte eine fremdartige Energie. Ich hätte gern ein paar Antworten. Rose, ich möchte dir das lieber persönlich erklären. Nein, Ada, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, was hier los ist. Okay, okay. Hör zu, ich mache es kurz. Wir haben Quantenresonanzanomalien entdeckt, die die Ein-Elektronen-Theorie beweisen. Das bedeutet, dass jedes Elektron im Universum dasselbe ist und sich durch die Zeit hin und her bewegt. Daher begannen wir natürlich von einer zweiten Zeitdimension auszugehen, die an die euklidische Analogie des Minkowski-Raums gebunden ist. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ada. Was ist mit der Thomson-Hypothese? Ada. Tja, nun Ada. An der Stelle Ada. Ada. Hör auf! Du redest mit mir, nicht mit einem deiner Forscherfreunde.
Stimmt. Okay. Ein großes Experiment ist uns um die Ohren geflogen. Es ist ein Riss im Zeitfluss entstanden und gefährliche Dinge sind durchgedrungen. Diese Dinge haben uns getötet. Alle von uns. Wir haben versucht, es einzudämmen, aber Fakt ist, wir müssen hier weg. Hast du mein Apartment gefunden? Ja, aber das Alpha-Quartier ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Du hast dir nicht vielleicht eine zusätzliche Keycard? Scheiße. Nein, warte. Doch, hab ich. Meine Freundin Eliza hat eine. Oh Gott, ich hoffe, sie ist wohl auf. Sie ist im Erdgeschoss, Gamma-Quartier. Gamma? Ja. Dann ist ihr Eingang von einem Netz aus Stromkabeln versperrt. Ich komme nicht in die Nähe. Kannst du den Strom abschalten? Der Überschreibungscode sollte im Epsilon-Gästequartier zu finden sein. Kinderspiel. Richtig. Ich besorge den Überschreibungscode und schalte den Generator ab. Kinderspiel. Hör mal, ich betrete jetzt einen anderen abgeschirmten Bereich und werde per Funk nicht erreichbar sein. Aber ich versuche mich zu beeilen. Ich komme näher. Okay, gut. Da waren wir schon. Wir haben den Code. Es kann ich ihn hoffentlich eingeben. Ach, jetzt kann ich hier durch. So. 3, 3, 2, 1, 2. Voila! Jetzt ja. Adas Ersatzschlüssel besorgen. Und mich wahrscheinlich erschrecken lassen. Ach, sieht gar nicht gut aus hier. Weiter zu dieser Tür. Okay, ein heller Raum. Das ist schön. Aubrey King. Wie viele Aubreys kann es an Bord geben? Oh, das ist der Typ, mit dem wir gefunkt haben. Okay. Oh, hier liegt auch noch eine Keycard. Fairfield. Okay. Moinsen. Kein Blut, keine Leichen. Sieht gut aus. Oh! Noch eine Leiche. Ruhe in Frieden, Eliza. Okay, Eliza hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Dir wurde wohl erpresst und sollte irgendeinen Test verhindern, verschieben. Da wären wir. Durch die Schlüssel. Adas Keycards. Los geht's. Okay. Bitte nicht erschrecken, bitte nicht erschrecken. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Alles klar. Dankeschön. Oder lief gerade jemand lang? Voll in die Richtung, in die ich auch muss. Oh nö. Ah, hier sind Leute. Reden miteinander. Gehen herum. Sehr friedlich. Einfach nur bitte in das Quartier, ohne irgendwas Großes, Schreckliches. Bitte, 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 bitte. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Bitte, funktioniere. Ja! Weh, sie ist nicht hier. Ja, da steht eine Person. Hi. Oh Gott. Warum dachte ich, es wäre eine gute Idee, dahin zu gehen? Was ist mit den Leuten hier los? Ada schuldet mir jede Menge Antworten. Oh Gott. Oh, mein ganzer Körper kribbelt. Wetten, Ada ist tot? Ja. Das ist Adas Zimmer. Sie hat nie gelernt, richtig aufzuräumen. Ich habe dein Apartment gefunden. Wenn wir es lebend von diesem Schiff schaffen, muss ich wissen, was los ist. Du erwähntest zum Beispiel, ein Zukunfts-Du hätte mir den Brief geschrieben, der mich hierher geführt hat. Was soll das eigentlich bedeuten? Meine Forschung beschäftigt sich mit Schlupflöchern im Zeitfluss.
Also werde ich in Zukunft diesen Brief schreiben und ihn irgendwie zurückschicken, um dich hierher zu bringen zur... Helios. Heilige Scheiße. Und ich glaube, ich weiß wie. Hör zu, Rose. Du musst mir ein paar wichtige Unterlagen beschaffen. Es gibt einen Geheimraum in meinem Apartment. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Ja, danke. Sie hat mir auch gleich sagen können, wo ich was finde. Bühnenmitte, was soll das heißen? Ah! Okay. Okay. Und jetzt? Jetzt darf ich durch einen Schacht klettern. Gar nicht gruselig. Das ist alles? Das sind die Forschungsunterlagen, mit deren Hilfe der Brief in die Vergangenheit reist? Ich hätte gedacht, die sind dicker. Wie läuft's? Ganz gut. Obwohl, ich glaube, ich habe einen Fehler in deinen tollen Berechnungen gefunden. So weit kommt's noch. Was hast du gefunden? Tja, du erwähnst masselose Gnomenvektoren, die sich mit relativistischen Löffeldimensionen überschneiden. Nichts von dem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Für mich genauso viel Sinn wie dein Notizbuch. Diese Gleichungen werden es dir ermöglichen, einen Brief in die Vergangenheit zu schicken? Ja, und da du ihn erhalten hast, habe ich das theoretisch schon getan. Oder werde es tun, je nachdem, wie man es betrachtet. Beruhigend zu wissen, dass ich zumindest lange genug leben werde, um ihn zu schreiben. Aber dieser Forschungsbericht bedeutet noch so viel mehr. Er könnte uns allen nutzen. Versprich mir, dass du darauf aufpassen wirst. Versprich es mir. Okay, ich verspreche es. Und was nun? Ich habe meine Aufzeichnungen in zwei Teile aufgeteilt. Du hast nur eine Hälfte davon. Ich bin dabei, die andere Hälfte zu holen. Ich muss nur durch die Biolabs und werde... Oh Gott. Was zum... Verdammt! Ada? Ich bin eingesperrt! Ada! Ich bin in den Biolabs eingesperrt! Ada, was ist los? Oh, kannst du mich Hallo? Hören? Ada! Verdammter Scheißempfänger! Okay. Und die Tür ist zu. Dankeschön. Hallo? Ah, unser Neuzugang. Oh, Tesla. Es ist mir eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden, meine Liebe. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Nikola Tesla. Ich weiß, wer Sie sind. Verschwinden Sie. Ich muss mit meiner Schwester reden. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Ist es Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Helios unter strikter Quarantäne steht? Und damit diese Quarantäne funktioniert, kann ich Sie und Lead-Researcherin Archer nicht überall auf dem Schiff die Schutztore öffnen lassen. Der bislang entstandene Schaden ist bereits gravierend. Ich kann nicht zulassen, dass Sie es noch schlimmer machen. Daher müssen Sie beide an Ihren aktuellen Standorten bleiben, bis die Situation geklärt ist. Sie schließen uns ein? So sind wir leichte Beute für was auch immer da draußen ist. Seien Sie versichert, dass ich alles unternehme, um die Situation in den Griff zu bekommen. Genau. Und wie läuft's so, ha? Ein Schiff voller toter Wissenschaftler. Die berühmte Helios kurz vorm Untergang. Wo ist Ihre unbegrenzte Energie jetzt? Feigling. Okay, jetzt muss ich irgendwie hier die Sperrung auflösen. Ada, geht's dir gut? Ada! Hi, ich bin's wieder. Oh, du bist das. Großartig. Erst werde ich eingesperrt und jetzt das. Eingesperrt? Du auch? Wie ich? Tja, nun, ich habe einen Profi-Tipp für dich. Such dir eine saubere Ecke. Eine, in die der Gestank des Todes noch nicht vorgedrungen ist. Das ist Schritt 1. Das ist nicht ganz die Hilfe, die ich erwartet habe. Kannst du mich hier rausholen? Tja, kommt drauf an. Wo bist du? Im Alpha-Quartier des Faraday-Bezirks. Eine Art Absperrtor kam herunter. Kannst du das öffnen? Was das angeht, kann ich mich darauf verlassen, dass du kommst und mir hier raushilfst. Meine Lage ist etwas komplizierter. Aubrey, die Tür. Bitte. Bitte, bitte. Geh und hol deine Schwester. Ich verstehe das schon. Familie zuerst und so. Aber weißt du, ich habe auch Familie und ich sitze immer noch in der Falle. Hilf mir, dann helfe ich dir. Okay, Aubrey. Abgemacht.
Hilf mir, meine Schwester zu finden, dann kommen wir dich retten. Versprochen. Pfadfinder-Ehrenwort. Ausgezeichnet. Also, du musst etwas Abstand von dem Tor halten. Dann kann der Zauber beginnen. Sag mir Bescheid, wenn du in Deckung bist. Okay? Sicher. Warte. Abstand von der Tür. Hier, das erste Möbelstück dahinter. Okay, ich... Alles klar, los geht's. Heilige Scheiße! Aubrey! Das Tor ist beinahe explodiert! Sorry, tut mir so leid. Meine Schuld. Eventuell habe ich etwas zu viel Saft durch die Leitung gejagt. Ich bin gleich wieder da. Ich führe nur schnell ein paar Diagnosen durch und gebe Benny ein High Five. Seine Arme müssten hier doch noch irgendwo sein. Klingt fantastisch. Gute Arbeit, Aubrey. Wir hören uns später. Okay, wir sind rausgekommen. Was muss ich jetzt tun? Finden Sie einen Deckel vor dem Gesperrungstor? Hä? Naja, erstmal weitergehen. Kommen Sie aus dem Alpha-Quartier und finden Sie Ada. Ja. Deine Zeit ist gekommen. Es wird bald alles vorbei sein. Okay. Okay. Rotes Blut für das Blut der Zeit. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Nein. Ein Blatt rein. Ein Donner aus. Ein Blatt rein. Ich gehe einfach weg von dir. Ich bin der König der Welt. Halt die Fresse, Aubrey. Fresse, Fresse, Fresse. Hier wurde gerade ein Mann von einem Psycho mit einem Messer ausgeweidet. Oh nein, das ist Ludwig. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Wirklich, wirklich schlecht. Hol mich hier raus. Okay, geh zum Eingang der Bahnstation. Ich überlege mir in der Zwischenzeit was. Kannst du mich dabei zu den Biolabs lotsen? Da ist meine Schwester eingesperrt. Wenn sie nicht zu mir kommen kann, dann komme ich zu ihr. Geh einfach zu den Bahnhofstoren. Ja, schon da. Ich bin an den Toren. Mach sie auf, aber diesmal leise. Jawohl, Madame. Bitteschön. Ah, okay. Da, 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 da. Irgendein Mörder verfolgt mich bestimmt. Wer ist da? Stopp! Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Ah! Geil! Da kam gerade noch eine Nachricht hin. Danke. Okay. Renn schneller. Renn einfach schneller, bitte. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Oh, ich dachte, da steht noch einer. Weg, 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 weg. Scheiße! Weg. Wohin jetzt, Aubrey? Oh Gott. Renn einfach. Verdammt, Aubrey. Wohin denn? Ich hab's. Am anderen Ende des Bahnhofs. Das andere Ende. Der letzte Bahnwagen. Spring in. Letzten Wagen am anderen Ende des Bahnhofs. Los! Okay. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist eine Sackgasse. Aha! Okay, auf ein neues. Lauf, 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 lauf. Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey? Renn einfach! Gott verdammt, Aubrey! Ich hab's! Am anderen Ende des Bahnhofs. Das andere Ende. Der letzte Bahnwagen. Spring in den letzten Wagen am anderen Ende des Bahnhofs. Los! Na, komm schon rüber. Dankeschön.
Okay, weiter, weiter. Oh Gott, das Licht geht aus. Go, 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 go. Oh, ich höre Schritte. Du gehörst mir, Rose. Es ist Nein. alles deine Schuld. Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Oh, du meine Güte. Du kannst derzeit nicht davonlaufen, Rose. Ich werde mich rächen. Du wirst für das, was du getan hast, zahlen. Oha. Ha, du hast es geschafft! Wow! Yes. Was für ein Sprint! Benny, ich hab dir doch gesagt, dass sie rennen kann! Verdammt! Ein Blatt. Ein Dorn. Okay, Kapitel 4. Und damit. Ich habe jetzt anderthalb Stunden gespielt. Ich glaube, das reicht mir. Ja, das reicht mir.